Abo her. Danke sehr. Das hilft mir enorm bei meiner Arbeit. Und bei 50.000 gibt's auch was Feines für euch Racker. So, wir fahren jetzt an der Geschwindigkeitskontrolle vorbei, als die Beamten sehen, dass ein Radfahrer den nutzungspflichtigen Radweg nicht nutzt. Falsche Zeit, falscher Ort. Pech gehabt. Yeah, so we should do our ads and then we have the first of two. So ein Idiot, ey. Hinter uns Platz, vor uns ein ewig langer Streifen. Anon hätte bremsen können, ja. Aber man kann auch einfach, wenn man die Spur wechseln will, dafür sorgen, dass das auch klappt. Hackansicht, spare ich meinem Pixler an der Stelle. Viele Grüße und tausend Dank an Leo. Jedenfalls kommt von hinten Mr. Ick will zuerst angeschossen und Conny denkt sich so, nö. Dafür hat Conny wohl auch einen Mittelfinger kassiert. Ich hasse es zwar auch, wenn Leute meinen, dass nach ihnen die Sinnflut kommen solle, aber lieber der Klügere sein, der nachhebt, Freunde. Solltet mit dem Blinker so von links nach rechts? Okay. So. Verkackt, würde ich mal sagen, ne? Alter, ich weiß nicht, was mich mehr ärgert, dass der Clip hier schon endet oder dass solche Mistmaden am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Ach, ärgerlich, ein Frühstarter, kannst du dir ja denken, was im Ehebett so los ist. Da, wo der vor uns hinfährt, kannst du nicht herkommen, weil Baustelle. Ist also im Moment nur für eine Richtung offen, juckt zum Glück nicht jeden. Alter. Das ist ein geiler Typ, ey. Ja, also wie das Radio schon sagt, saugefährlich. Bei Rückstau eine Lücke lassen ist schon schwer, war, aber alles, was Motoren hat, wird dann doch durchgewunken. Danke. Man kann ja auch solidarisch sein, ne? Okay. Ja, für ihn kannst du Platz machen. Junge, Junge, Junge. Bisschen mitdenken. Und dann hält er auch noch bei Rot. Ist ja peinlich. Fahrsicherheitstraining. Wuhu! Wahnsinn, du hast echt die Nerven weg, ne? Das geht hier mal wieder alles nicht schnell genug. Also, was machen wir? Da, wo es verboten ist, überholen. Genau.
Alter! Geht's noch? Was ist denn mit dir? Alter! Vor allem in einer Ruhe, ey! So knapp war es jetzt nicht, aber ich hatte ja genug Zeit zum Bremsen. Aber es war trotzdem richtig bescheuert. Wahrscheinlich abfährt oder was? Ja. Aber kein Scheiß, fettes Lob für die Selbstreflexion und Ruhe, keine Beleidigung. Wer parkt so, steigt aus und denkt sich, jupp, kann ich so bleiben. Nee, kannst du nicht, Alter. Hier los, Alter. Fahrradfahrer. Waren noch ein paar Ereignisse zuvor, aber das hier ist für mich das Wesentliche. Abknickende Vorfahrt und er bleibt stehen. Wieso verwirrt das so viele? Also der Typ jetzt ist echt die Härte. Ja, ich lasse das einfach mal laufen, entlasse euch aus der heutigen Unterrichtsstunde. Video liken ist die Hausaufgabe, fleißig lernen. Wir schreiben garantiert keinen Test. In dem Sinne, ab dafür. Was ist denn da draußen? Dieser war noch bei mir auf eine Stunde. Klar. Oh, also warum liegt der denn nicht? Keine Ahnung. Gibt bei dir immer was zu sehen, ja, ey. Nee, das habe ich bei dir mit Hammer hier gemacht, das ist schön. Ja, ey. Mit 1000 ey, was feiert der denn? Ja, jetzt hast du auch noch Vorfahrt. Naja, komm. Normal darf der das gar nicht. Guck mal. Meinst du? Da wohnt nicht mehr. Ja. Ja, von der Theorie her darf er das, aber die feine Englische ist es nicht und man sollte schon dafür sorgen, dass der Verkehr hinter einem nicht völlig verwirrt wird. Verwirrt wird. Würdig werden? Ach, komm. Weißt du, wofür es Zeit werden wird? Na, für den Vorhang hier. Dafür, dass ich jetzt mal wieder kräftig Danke sage an alle, die sich hier verewigen mit ihrem Namen, dadurch, dass sie Clips an mich eingeschickt haben. Alter, sind das viele Namen. Ich glaube, 20 Stück, wenn ich mich nicht völlig verhohnepiepelt verzählt habe. Denn das kann ja mal passieren, ne? Aber ich bin dankbar und vor allem bin ich super dankbar dafür. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ne?